Herzlich willkommen, willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen, willkommen auf meinem Kanal. Doppelfreundlich geht auch klar heute. Gestern kam ein Update raus. Ich habe euch, erinnert euch, gestern noch im Video gesagt, das wird schon keine 10 GB haben, weil das vielleicht ein, zwei Waffenbalances sind. Hoffentlich die Titan und ein, zwei andere Sachen und das war's schon. Und mal wieder hat Activision es geschafft, uns komplett zu verarschen. Wir sind mal wieder komplett verarscht worden. Wir sind schon wieder an der Nase herangeführt worden. Es ist unglaublich. Wir haben gestern ein Update bekommen. Und bevor ich hier mit dem Pöbeln anfange, weil Leute, es ist mein Ernst, wir werden komplett verarscht von vorne bis hinten und viele merken es überhaupt nicht. Es geht hier jetzt nicht um DLC-Waffen, obwohl das auch halbwegs ein Thema ist, sondern darum, wie das Thema Mikrotransaktion noch weiter geführt wird, als bisher in Black Ops 3 und WW2 schon vorher irgendwie bekannt war. Erstmal zu dem, was in dem Update jetzt reingekommen ist. Wir haben eine neue Playlist bekommen. Diese Playlist hat jetzt Nuketown in den normalen Rotationsmodus geworfen. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr 24/7 Nuketown, sondern wenn ihr TDM, Abschluss bestätigt, Suchen, Zerstören, was weiß ich was sucht, dann könnt ihr Nuketown da auswählen. Das ist das Erste. Das Zweite, falls ihr öfter Nuketown spielen wollt und ihr habt schon ein oder zwei Runden Nuketown hinter euch, klickt in der Lobby einfach auf das graue Kästchen, wo Nuketown drin ist. Ihr könnt es trotzdem auswählen. Hat Activision und Treyarch immer noch nicht gefixt. Ist ja auch nicht schlimm. Wir können unsere Map also so oft spielen, wie wir wollen. Ist ja cool eigentlich. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Warum ist sowas noch nicht fertig mittlerweile? Ganz einfach, seit dem Update gestern weiß ich es zu 100.000%. Dieses Spiel ist nicht fertig. Und man hat nicht vorgehabt, das Spiel so schnell fertig zu machen. Aber man musste es ja fertig kriegen, damit man wieder Geld einnehmen kann. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, beziehungsweise lass uns erstmal noch, bevor wir damit anfangen, über die letzten Sachen sprechen, die im Update neu gekommen sind. Sie haben sich an zwei Waffen rangesetzt, das ist einmal die ABR und einmal die Schwertfisch, das sind diese taktischen Sturmgewehre. Die haben beide nochmal ein bisschen Liebe bekommen. Eine kleine Prise Liebe, nicht viel, nicht wenig, ein bisschen weniger Rückstoß. Das heißt, die ABR mit Agentenmod hat jetzt deutlich weniger Rückstoß als vielleicht noch vor einer Woche. Die wurde ja schon mal gebufft. Finde ich ganz gut. Die sind relativ selten gespielt worden. Ich mag die ABR, aber im Gegensatz zur Maddox, auch wenn die mittlerweile genervt wurde, oder zur Rampart, die mittlerweile stärker als die Maddox ist, weil sie keinen Rückstoß mehr hat und trotzdem mit Großkaliber 1 und 2 mit 3 Shots killen kann, oder die Titan hat immerhin die wunderbare, na wie heißt sie gleich, ABR, eine Halbchance jetzt. Schwertfisch ist nicht meins, ich mag generell Burstwaffen nicht so sehr, M8 war auch noch nie mein Thema, aber man hat jetzt zumindest ein bisschen mehr Auswahl. Soweit in Ordnung. Dazu in den Patch Notes kam, dass sie ungefähr 1 Milliarde Crashfixes reingehauen haben. Und das bedeutet jetzt nicht, dass sie irgendwas mit dem Crash gefixt haben, sondern andauernd sind Probleme aufgetaucht mit den Spezialisten, weshalb ein Spiel abgestürzt ist. Manche haben immer noch das Problem, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass sie etwas im Battle Pass erspielen und nach ein, zwei Runden geht der Fortschritt aus dem Battle Pass komplett wieder weg. Und nicht nur ein bisschen weg, sondern es geht 30, 40 Stufen zurück und Activision schreibt dann jedes Mal im Kundenservice, sie wissen leider nicht, was das hervorruft. Stell dir vor, ihr seid Level 100 im Battle Pass, habt irgendwas Cooles freigespielt, bei 100 gibt es ja glaube ich diese ICR, diese Unicorn-ICR, und das ist einfach weg. Von jetzt auf gleich einfach weg. Ich würde ausrasten, Leute. Aber auch das, man darf ja nicht zu viel verlangen, es geht ja schließlich darum, dass wir feststellen wollen, warum das Spiel nicht fertig ist. Und das ist wieder so ein Thema, dass solche Fixes nach 3 oder 4 Wochen noch immer nicht angegangen worden sind. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema, diese Crashfixes, die haben schon gesagt, sind noch nicht alles. Wir müssen noch was ändern. Wir haben festgestellt, wir haben ja im Trailer damals gesagt, wir werden zerstörende Scorestreaks haben. Ja, das war ja in der Beta noch nicht so. Beta ist zum Testen üben, ist in Ordnung, haben sie geändert. Die Scorestreaks sind sehr, sehr stark geworden. Waren aber teilweise ganz schön günstig, wenn ihr den richtigen Spezialisten hattet. Mit einem Crash, bevor der sein letztes Update bekommen hat, habt ihr 50 Punkte bekommen pro Teammate, den ihr heilt. 25 Punkte pro Kill extra. Das heißt, bei 4 Kills, wenn ihr Crash die Muni aufgenommen habt, habt ihr 4 mal 100 plus
4×25, Punkt vor Strichrechnung, 500 Punkte mit 4 Kills gehabt, 200 Punkte, wenn ihr euer gesamtes Team geheilt habt, wenn es 5 Leute waren, und zusätzlich 25 Punkte dafür, dass die eure Munition aufgenommen haben. Ihr habt also ungefähr 1 Milliarde Punkte gehabt und habt eures Glücks gehabt. Der Kampfheli hat bisher 1200 Punkte gekostet, der ist jetzt auf 1400 hochgesetzt worden. Mit dem Update gestern ist der Kampfheli teurer geworden, der Mantis ist teurer geworden, und sie haben die Hailstorm auf 950 gesetzt. Vorher war sie deutlich günstiger, dafür ist der Blitzschlag günstiger. Das finde ich in Ordnung, denn in diesem Black Ops Teil ist die Hailstorm die mit Abstand abgefuckteste Hailstorm, die ich je gesehen habe. Sobald ihr hört, dass sie in der Luft ist, werdet ihr in der Sekunde auch schon getötet. Es gibt also keine Möglichkeit wegzukommen. Ihr werdet getötet, wenn ihr irgendwo in einem Haus seid. Ihr werdet getötet, wenn ihr gerade spawnt. Die Hailstorm ist schlimmer als der Hund mittlerweile. Und dass die dann 950 kostet, ist vollkommen legitim. Soll ruhig ein bisschen teurer sein. However, warum setzt man sich daran, dass das Einsatzteam von der Nuke entfernt wird, macht das Einsatzteam aber nicht einfach nur ein bisschen schwächer zusätzlich? Die Jungs laufen immer noch über across the map, killen Drohnen, Sensorpfeile, die killen alles an Ausrüstung und killen ungefähr 80 Gegner und ihr habt noch 25 Punkte pro Kill bekommen. Auch das haben sie jetzt wieder geändert. Pro Kill mit irgendeiner Streak, egal welche es ist, bekommt ihr nur noch 10 Punkte dazu. Das heißt, wir haben jetzt folgende Option. Wir spielen Drohne, Konterdrohne. Die halten ungefähr 0,4 Sekunden, weil 5 Randys in diesem Spiel oder auch normale Spieler alle Raketenwerfer dabei haben. Das heißt, Drohne, Konterdrohne können wir uns abschminken. Sagen wir, wir spielen High Streaks, Kampfheli, Scharfschützennest und Einsatzteam. Ja, dann habt ihr Streaks für 1400, 1500 Punkte erreicht und wenn alle Streaks, alle 3 Streaks 10 Kills machen, bekommt ihr 300 Punkte für 30 Kills. 300 Punkte für 30 Kills. Da kann ich auch wirklich drauf verzichten, nehme mir eine Drohne mit, eine Konterdrohne und einen Drohnengeschwader und mache die Kills lieber selber. A, habe ich mehr zu tun, B, macht es deutlich mehr Spaß dann und C, kriege ich deutlich mehr Punkte damit. Was sie mit der Änderung vorhatten, Leute, ich habe keine Ahnung, ich verstehe vieles mittlerweile nicht mehr. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, und zwar, das ist eins der wichtigsten, deswegen, ich hoffe, es geht nicht zu lange heute. Wir werden verarscht, uns wird das Geld aus der Tasche gezogen, jetzt passt mal auf. Das, meine Freunde, was ihr hier gerade seht, ist die größte Verarsche, die ich von Activision jemals gesehen habe. Da müssen wir Treyarch auch komplett rausnehmen, die können nichts dafür und ich werde euch jetzt ganz genau erklären, was das größte Problem ist, beziehungsweise was die größten Probleme sind. Passt mal auf. Diese Waffenvariante hier von der Maddox. Einige von euch werden sagen, Moment, die kenne ich doch schon, die habe ich doch schon mal gesehen. Ja, die ist vor knapp einer Woche aus Versehen bei den Leuten in den Waffen drinne gewesen, die man eigentlich sonst nur über den Battle Pass erspielen kann. Diese Maddox-Variante hat keine anderen Stats als die normale Maddox, aber ein anderes Visier und die Reactive Camo und Mastercraft Camo. Dazu bekommt ihr für schlappe 20 Euro nur, müsst ihr euch vorstellen, Leute müssen 2 Stunden Mindestlohn dafür arbeiten und hätten immer noch nicht genug, für schlappe 20 Euro bekommt ihr diese beknackte Handfeuerwaffe, die Unfriede, und großartige Sachen, wie das hier. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ein Tag, das hier ist ein Tag, das hier ist eine Visitenkarte, noch so ein Tag, ein richtig geiler Affe mit einer Mütze mit Boom. Und dazu diesen Schwachsinn hier, 20 Euro. Das hier ist das Einzige, wo man sagen könnte, es lohnt sich, das Ding zu kaufen, aber niemals für 20 Euro. Und wir haben die Sachen ja schon gehabt und bisher sind wir alle davon ausgegangen, dass alles, was wir jetzt hier drin sehen, sprich diese Waffenvarianten, im Battle Pass irgendwann verfügbar sein werden. Activision hat es tatsächlich geschafft, das Ganze auf ein komplett neues Level zu bringen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Jetzt sind wieder Waffenvarianten reingekommen in dem jetzigen Season Pass, beziehungsweise in der jetzigen Aktion. Das gab es ja bei WW2 auch. Da gab es immer zwischendurch Aktionen alle 4-6 Wochen und dann gab es neue Waffenvarianten dafür und neue Waffen bei WW2.
Ich habe ja nichts dagegen, wenn sie uns auch mit Waffenvarianten überschütten. Was die Menschheit aber nicht braucht, ist wieder von Activision eine Möglichkeit, nachdem sie nach Black Ops 3 angeblich auf die Kritik der Community gehört haben, dass Mikrotransaktionen mit Vorratskisten scheiße sind und den Kryptos, die man da verdienen konnte, beziehungsweise ja vor allen Dingen kaufen konnte, haben sie ja vor Release von Black Ops 4 gesagt, kein Problem, Community, wir hören auf euch. Wir von Activision wollen ja gar nicht so geldgeil sein. Wir haben schon eine Idee, wie wir es ändern. Und erst haben wir gedacht, mit dem Battle Pass, dass man sich da im Schwarzmarkt bzw. beim Blackjack Shop einige Sachen kaufen kann. Das sind Schwachsinnssachen, die braucht kein Mensch. Aber wenn man es schön findet, ist es legitim. Alles in Ordnung, da habe ich gedacht, das wäre das Ende der Fahnenstange. Aber Activision ist ein geldgeiler Haufen mittlerweile. Guckt euch an, was sie mit den Waffen jetzt machen. Jetzt hauen sie irgendwelche Waffenvarianten raus, die wir eigentlich schon in der Hand gehabt haben, für 20 Euro. 20 Euro und dazu kommt, ihr müsst diese Varianten ja noch freischalten. Das heißt, ihr zahlt 20 Euro und braucht circa 13 Stunden Spielzeit. Das ist ein komplettes Prestige. Jetzt Double XP mal ausgenommen, dann ist es halt 6-7 Stunden. 13 Stunden Spielzeit, um eine Waffenvariante freizuschalten, die nichts besser macht, die nichts ändert, die einfach nur eine andere Tarnung hat und ein anderes Visier, was sogar schlechter ist als bei der Originalwaffe. Und dafür müsst ihr dann 20 Euro ausgeben, ihr müsst danach grinden und dann habt ihr es erst. Sind wir denn bescheuert? Also jetzt mal ganz im Ernst. Jeder darf machen, wie er möchte, ich werde keinen verurteilen, aber für mich ist der Punkt, an dem ich nichts mehr in dieses Spiel investieren werde, solange diese Scheiße nicht endlich aufhört. Man sieht ganz klar an dem Ganzen, dass das Spiel nicht fertig ist. Man hat es nach vorne gepusht, so unfertig wie es aktuell ist. Bestes Beispiel, gefühlt alle Spezialisten sind schon dreimal überarbeitet worden und sind immer noch nicht so, dass es spielbar ist damit. Ich weiß nicht, wie oft in den letzten zwei Tagen, seitdem ich mich hier wieder aktiv ransetze, von einem Hund getötet wurde, von einem Reiniger, der bei mir aber irgendwie nur ungefähr einen halben Meter Reichweite hat, von der Hitzewelle, von der Stolpermine, von der Granate oder sonstigem. Sie haben es immer noch nicht hingekriegt. Spezialisten werden auch nicht rausgenommen, auch wenn Haptic das mit seinem wirklich coolen Schreiben an Treyarch und Activision versucht hat, aus dem einfachen Grund, man kann uns ja weniger Scheiße andrehen, wenn die Spezialisten nicht mehr da sind. Jetzt überlegt ihr, warum weniger Scheiße? Ja, ist doch ganz einfach, Leute. Weniger Scheiße, weil in Battle Pass sind, ich habe jetzt bei meinen Kommentaren gelesen, irgendeiner ist bei 950 und da ist vorbei. Es gibt 950 verschiedene Items nur für diese Saison. Nach 50 Tagen ist ja insgesamt immer eine neue Saison. Das heißt, da drinnen sind wirklich hervorragende Sachen, wie irgendwelche Tags, irgendwelche Emotes. Ich habe noch nie gesehen, dass im Multiplayer einer anfängt zu jubeln. Also all dieser richtig geile Kram, für den man unbedingt sein gesamtes Konto plündern möchte. Und zusätzlich kann man natürlich auch noch Waffenvarianten verkaufen, DLC-Waffen verkaufen und, weil das Ganze noch nicht reicht, irgendwelche Spezial- oder Spezialisten-Outfits, die ihr gar nicht sehen könnt. Wie oft seht ihr euren Spezialisten? Es ist ein FPS-Game, ein First-Person-Shooter. Das heißt, ihr seht eure Waffe, aber nicht euren Spezialisten. Und dafür kann man natürlich auch noch Geld nehmen und damit man aber irgendwie eine Begründung hat, warum diese Outfits drin sind, braucht man ja auch Spezialisten, die sie tragen können. Also werden sie die Spezialisten nicht rausnehmen. Was sie allerhöchstens machen werden, das kann ich mir vorstellen, in dieser Featured-Playlist, die wir jede Woche aufs Neue bekommen, irgendwo mal Featured-Playlist ohne Spezialisten. Aber auch das ist für mich sehr, sehr schwer vorzustellen, um ehrlich zu sein. Wir haben also zusammengefasst, wieder eine neue Möglichkeit von Activision, uns Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir werden uns über dieses Thema mit Sicherheit noch mit vielen anderen Leuten beschweren, über alle Kanäle, die es da bei Social Media gibt. Und Activision hat dann genau zwei Optionen, im Prinzip genau das, was sie wollen. Sie werden A sagen, Leute, wir haben doch unser System mit den Supply Drops überarbeitet, ist doch alles in Ordnung. Oder sie werden sagen, ha, wir haben gewusst, dass euch das nicht gefällt, wir ändern das wieder zu dem alten System wie in Black Ops 3. Da könnt ihr dann auch wieder 5000 Euro ausgeben und wenn ihr Pech habt, habt ihr die gleiche Waffe zum 80. Mal und die Waffe, die ihr haben wollt, kriegt ihr immer noch nicht. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, für mich ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich werde in Black Ops 4 nicht einen
einzelnen Cent mehr ausgeben, um diesem Ganzen für mich ein Ende zu machen. Es gibt so viele coole Sachen, die ich gerne hätte und auch wirklich die Maddox-Variante sieht cool aus. Ich werde aber nicht 20 Euro dafür ausgeben und schon gar nicht werde ich dafür 20 Euro ausgeben, in dem Wissen, dass in 2 Wochen oder 3 Wochen das nächste im Shop ist, was ich mir wieder kaufen kann. Dann ist es eine Rampart-Variante, die ich cool finde. Wo ist das Ende der Fahnenstange? Wir haben schon 60 bzw. 70 Euro ausgegeben. Und jetzt kann man argumentieren, 60 Euro ist für mich ein fairer Preis für Blackout, für Multiplayer und für Zombie, aber es muss irgendwann Schluss sein. Selbst FIFA hat es nicht geschafft, so viel Dreistigkeit mit den Packs an den Tag zu legen, wie jetzt Activision hier mit uns. Es sollte gar nicht so böse sein, mich würde eure Meinung wirklich interessieren. Habt ihr Lust, noch Geld auszugeben? Findet ihr es gerechtfertigt, dass sie noch mehr Geld einnehmen mit einzelnen Varianten, die einfach nur ein bisschen anders aussehen? Teilweise sind es ja nur die Tarnungen, die anders aussehen. Mehr ist es ja nicht. Ich bin wirklich gespannt. Das ist kein einfaches Thema, denn es geht immer darum, wir wollen Spaß haben, wir wollen riesigen Content haben, wir wollen möglichst wenig dafür bezahlen müssen und der Spieleentwickler möchte natürlich so reich wie möglich werden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Black Ops 4 ist das zweitbestverkaufte Spiel in den letzten 12 Monaten. Nur WW2 ist aktuell noch vorne. Es ist auf Platz 8 der All-Time-Selling-List, das heißt Platz 8 der am besten verkauften Spiele aller Zeiten. Und wir sind gerade am Anfang. Der Ingame-Content wird noch gekauft, da werden sie noch genug Geld machen. Also ich glaube nicht, dass Activision pleite geht. Was man wirklich wichtigerweise oder richtigerweise noch dazu sagen muss, das Ganze ist nicht die Schuld von Treyarch. Ich glaube, die Jungs, das hat ja auch David von der Haar in dem einen Interview vor dem Release von Blackout in der Beta gesagt, weder den Namen Blackout haben sie sich ausgedacht, noch hatten sie Interesse an einigen Sachen, die so überarbeitet und gemacht worden sind. Die Jungs haben einen Vertrag, die Spieleentwickler teilen sich jedes Jahr oder wechseln sich jedes Jahr ab und Activision entscheidet, wie mit dem Ganzen verfahren wird. Das heißt, Treyarch muss man da tatsächlich, das war auch meine Falschaussage vor einer Woche, fast komplett rausnehmen. Ich glaube nicht, dass die großes Interesse daran haben. Gerade David von der Haar, der mit einer Leidenschaft an diesem Spiel gearbeitet hat, die letzten Monate und Jahre, wie es kaum einer vorher geschafft hat. Trotzdem bin ich mehr als enttäuscht, ich fühle mich absolut über den Tisch gezogen mittlerweile. Klar, jetzt kommen bestimmt Leute und sagen, man muss es ja nicht kaufen. Aber du hast ja kaum noch eine Chance, ein Update runterzuladen, ohne dass dir wieder irgendwas an den Kopf geworfen wird, was wieder super selten sein soll und was du wieder unbedingt in deiner Theke haben musst. Und es gibt genug Leute, die spielen dieses Spiel gerne und kaufen auch gerne. Einfach, weil die kein Problem damit haben, 10, 20, 50 Euro extra auszugeben. Das ist legitim, das ist in Ordnung, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber dann gibt uns doch wenigstens vernünftige Sachen. Gibt uns doch für einen Preis von 20 Euro mal 10 verschiedene Tarnungen oder. Und nicht eine Tarnung für eine Waffe, die ihr auch nicht jedes Mal spielt. Das soll es für heute gewesen sein, Leute. Es sollte eigentlich gar nicht so negativ sein. Aber ohne Witz, es geht mir auf den Keks. Und wem es nicht auf den Keks geht, lasst ein Dislike da. Es ist eure Sache. Mich nervt es. Und ich bin für mich dafür verantwortlich zu sagen, Leute, wir müssen irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Lasst uns das irgendwie zusammen versuchen. Mit ein bisschen Glück haben wir die Chance, dass Activision, wenn sich die ganze Com dagegen stellt, vielleicht ein bisschen mehr Mühe gibt, das Geld von unseren Portemonnaies rauszusaugen. Das soll es gewesen sein für heute. Ich werde mir mal angucken, was heute um 19 Uhr alles mit der neuen Playlist machbar ist. Und dann werde ich mich freuen, dass ich ab morgen höchstwahrscheinlich wieder ein neues Update mit 10 GB habe und die Festplatte dann voll ist. Nur damit ich im Schwarzmarkt-Shop 1 Million Waffenvarianten sehen kann, die mich alle ungefähr meinen Lebensunterhalt kosten. Also, ich bin raus. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Dann am besten eine positive. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Scheiß haltet, von diesen 20 Euro extra wieder und. Mich würde es wirklich interessieren. Und sonst, Leute, sehen wir uns morgen im Stream auf Twitch TV Schepperfeuer. Ist hier oben mal kurz eingeblendet. Und eins noch für alle, die bis hierher zugeschaut und zugehört haben. Ich habe 2 Gewinner, die blende ich jetzt mal kurz hier nebenher über mir ein. Schreibt mich bitte bei Instagram einmal an, ihr habt nämlich die Namensänderung bei PlayStation gewonnen. Wollt ihr auch, dass für euch der Name noch geändert wird, schreibt mich auf Instagram an, beziehungsweise könnt ihr euch bei Suicide melden, ich habe den unten mal verlinkt.
Der hat nämlich die Beta-Version von der Firmware 6. etwas. Das kommt im Januar, Februar, März erst raus. Ab dann könnt ihr alle eure Namen bei PlayStation ändern. Höchstwahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl, irgendwie einmal im Jahr oder einmal im Monat. Aber wenn ihr nicht warten wollt, habt ihr da die Chance, mit ihm zu sprechen. Und ich denke mal, für einen kleinen Heiermann oder sowas wird er das mit Sicherheit machen. Ich verdiene daran nichts. Ich finde es aber cool. Er hat meinen Namen geändert. Deswegen bin ich ja ganz glücklich drüber. Dem könnt ihr auch vertrauen, der macht das schon seit langer Zeit mit UAs und allem Möglichen. Das heißt, wenn ihr Lust darauf habt, guckt euch das an. Jetzt bin ich wirklich raus, denn ich habe alles gesagt und ich will dieses Video nicht auf 95 Minuten strecken. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wer bisher geschafft hat, hier zuzuhören, noch nicht eingeschlafen ist, Chapeau, mein Freund. Wir sind bestimmt irgendwann Best Buddies. Ich bin raus. Peace.